Heroes Retro Ecke präsentiert Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Wir sind im tibetanischen Hochland und haben jetzt eine Schlucht vor uns, wo ich noch keinen Schimmer habe, was wir jetzt machen. Einfach mal rüberspringen probieren. Ich habe genau an der Stelle gespeichert. Aber ich glaube nicht, dass das wirkt. Wir gehen einfach mal auf Save. Hier runter. Da! Okay, es ist auch noch nicht der Weg hierhin. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall schon mal unser Ziel gesehen, wo wir hin müssen. Okay. Da geht's ins Wasser. Boah, hab ich mich gerade verjagt. Okay, hier ist auf jeden Fall... Was ist denn hier eigentlich? Hier ist auf jeden Fall der Weg irgendwie so. Ich kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass ich irgendwas verpasse, weil ich nicht im Wasser war. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich möchte einfach hier lang. Mich nicht lang aufhalten. Auch wenn ich vielleicht irgendwas verpasse. Ich bin ja hier nicht auf der 100% Jagd. Da geht's auf jeden Fall auch noch lang. Das lädt zum Speichern ein und das mal zu erkunden. Ich bin da. Oder muss ich da vielleicht lang? Nee. Ich glaube, wir müssen ja weiter nach oben. Wir müssen ja nicht nach unten. Wir gucken mal. Da würden wir wahrscheinlich sogar wieder hochkommen. Oder auch nicht. Wie ich das gerade sehe. Oder auch nicht. Oh. Wir kicken einfach mal. Vielleicht finden wir das ein oder andere. Ha, jetzt sind wir hier. Ah, Medipack. Nur die Frage ist, wie kommen wir da denn ran? An dieses Medipack. Wie soll das denn laufen? Ah, noch so ein Vöglein da oben. Wie kommen wir da denn hin? Höchstens von da, aber wie kommen wir da denn hin? Wir können es mal probieren. Es ist jetzt nur mal ein Versuch, also... Könnte klappen von hier aus. Darüber. Wenn wir hier sind. Ich höre den Vogel schon wieder. Was haben wir denn jetzt hier unten, wenn wir schon mal hier sind? Ist hier unten vielleicht noch irgendwas, was sich lohnt zu holen? Aber das können wir auch gleich gucken. Wir machen den Weg einfach nochmal. Wozu habe ich denn gespeichert, ne? Aber das Medic-Pack will ich eigentlich schon haben. Aus dem einfachen Grund... dass ich nicht genug habe. Das reicht ja schon als Grund. Ich möchte es haben. Fertig, aus. So, haben. Habe.
Jetzt läufst du einfach rüber, wa? Was, Lara? Du läufst da jetzt einfach hinüber. So. Gucken einmal. Oh, wir müssen schräg springen. Wir speichern jetzt an der Stelle auch schnell. Und... geschafft. So, jetzt nehmen wir das Medipack auf. Aha. Und gehen auf Tauchstation. Müssen den Weg wieder rausnehmen. Hier, wo ist denn... der Weg hinaus. Der müsste doch hier irgendwo sein, oder? Gibt's hier überhaupt einen Weg hinaus? Muss ja. Das wäre so ein bisschen unfair. Die Frage ist nur, wo der Weg raus ist. Vielleicht gucke ich an der falschen Stelle. Muss doch irgendwo sein. Da ist er. Der Weg hinaus, oder? Also da schon mal nicht. Dieser Vogel macht mich da nervös. Na komm her, Vogel. Na, jetzt hattest du ihn endlich anvisiert, ja? Lara. Das ist echt Lara, das hättest du ja schon eher machen können hier. Guck doch mal nach oben, Lara. Lara. Och, meine Güte. Locken wir mal ein bisschen weg davon. Jetzt schwebt er wieder nach oben. So was ist doch nervig. Weil, da hast du den Vogel, du weißt, dass er da ist. Und kannst du nicht abschießen? Weil Lara ihn nicht anvisiert. Achso, ne? Wieso hältst du dich nicht fest, Lara? Müssen wir jetzt irgendwie darüber? Ne. Geh nochmal ins Wasser. Okay, das war auch nicht der richtige Weg. Vielleicht auf der Seite? Nein. Verstehe ich jetzt nicht. Wo jetzt der... Alter, soll dieses blöde Medikit eine Finte gewesen sein? Eine miese? Eine ganz miese Finte? Oder hätte ich den Weg dann einfach wieder zurückgemusst? Oder einfach da hoch? Ah, ich probiere mal den Weg da hoch, okay. Wo haben wir ihn gespeichert? Ach, genau, ist ja gar nicht so weit weg. So. Wir probieren einfach mal so da den Weg hoch. Aha. Weil andere Richtungen gibt's ja nicht. Nee, das geht nicht. Dann geht's, glaube ich, nur über den Weg hier. Ja, noch ein bisschen. Oder kommen wir da hoch?
Könnte auch gehen, ja. Ich werde es einfach so machen. So. Und wir sind oben. Und da haben wir gleich Gangster hier. Stirb doch mal! Ah, wozu haben wir uns das Medipack geholt, hä? Ein sehr offensichtliches Secret hier. Ich glaube, dass wir da vielleicht durchgekommen wären. Was haben wir hier noch? Bretterverschlag. Okay. Und da oben? Ich bin neugierig. Ich will wissen, was da ist. Da ist nichts. Okay. Wir nutzen diesen kurzen Moment zum Speichern. Wenn wir schon hier oben sind. Es hätte sicherlich auch alles einfacher gehen können. Besser. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Gucke noch, ob hier irgendwas ist. Da geht's weiter. Da ist nichts. Okay. Vielleicht ist in dem Häuschen ja noch was. Da drin ist auf jeden Fall was. Uns fehlt auf jeden Fall ein Schlüssel dafür. Cool. Braucht man nicht den ganzen Weg laufen. Schade, dass man hier nicht mehr runterkommt von. Okay. Bam. Wie war denn das noch was? So, so kommt man runter, okay. Kommt da runter. Ah, das macht richtig Laune hier. Okay. So viel zum Thema Laune. So. Wir kommen da auf jeden Fall wieder runter von. Die hatten ja nichts bei sich hier, ne? Gut. Was war das jetzt für ein Sprung? Den habe ich nicht eingeleitet. Auf jeden Fall nicht absichtlich. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee, okay. Ich weiß ja ein bisschen hier. Ah! Hier lang. Gleich kommt der Typ, der hier schießen will. So, jetzt. Ich will mal gucken, ob der Typ was hat, deswegen steige ich ab. Ich dachte mir, dass er was hat. Wenn es noch ein bisschen Schrotmunition ist. Wir speichern auch an der Stelle. Jetzt haben wir gleich die ganzen Sprungpassagen wieder vor uns mit dem Moped.
vorsichtiger fahren hier. Ah, ich finde die Musik so geil hier gerade. Ich glaube, hier sollte ich gar nicht lang. Okay. Aber wo war denn der Weg? Ich bin einfach zu weit gesprungen hier. Ich glaube, ich bin zu weit gesprungen. Der Sprung ist echt mies. Oder? Nee. So, muss ich mal gucken, wo müssen wir hier überhaupt lang? Ja nicht, okay. Wir müssen da mit Geschmackes, glaube ich, darüber. Mann, alles nochmal hier. Oh, ja. Ich rieche den Geruch des Snowboards gerade in der Nase. Das ist nicht herrlich. Oh, oh. Hier muss ich mit Schmackes rüber. So. Und hier eigentlich auch. Oh. An der Stelle speichere ich mal. Und weiter geht's. Okay. Was ist da, läuft da schief? Was muss ich da machen? Okay. Wir gucken uns das jetzt immer zu Fuß an. Würde ich erstmal so sagen. Weil dieser Klotz steht ja nun mal doch schon im Weg hier. Können wir den wegballern? Oder muss ich da irgendwie während der Fahrt? Jetzt haben wir einen Granatwerfer. Oder muss ich da während der Fahrt einfach abspringen? Probieren wir mal. Sag ich mal. Ich speichere jetzt diese Stelle nochmal ab. Warum was ich ständig wiederholen? Auf jeden Fall nicht mehr am Leben. So, wir müssen uns doch mal ausrichten. So. Und dann Attacke. Das ist es auch nicht. Ich bin
gerade so ein bisschen. Wisst ihr? Bin gerade so ein bisschen. Hä? Was? Was muss ich da jetzt machen? Naja, also im Sprung absteigen klappt da nicht. Also, ich weiß jetzt erstmal nicht, was ich hier machen soll. Das steht schon mal fest. Ob ich irgendwas übersehen habe? Irgendeinen Knopf? Gucken wir nochmal schnell ein bisschen uns um. Hätte ja auch sein können, dass wir irgendwo ein Knöpfchen übersehen haben. Was wir hätten drücken müssen. Um die Steine da wegzusprengen. Aber momentan sehe ich gerade nichts. Das nehmen wir noch in diese Folge mit rein. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nichts in der Richtung. Wo sowas eventuell sein könnte. Und mit Granatwerfer habe ich es ja auch probiert. Hat ja auch nicht geklappt. Naja. Okay. Dann lassen wir es erstmal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dann.